So, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Mach mal die Tür zu, jemand bitte. Mach mal, lass mal offen, oder? Okay. Also, Berki führt durch das Programm. Ja. Und ihr stellt bitte jetzt eure Fragen. Es fällt keine meiner ein. Danke, danke, kann ich ja wieder gehen. Oder? Das war's. Ja, Berki, erzähl mal ein bisschen was über Galatasaray. www.galatasaray.com, da steht alles drin. Ne, Spaß beiseite. 3 Jahre habe ich gespielt dort, von 2001 bis 2004. Traditionsverein, sehr großer Verein. Habe sehr schöne Zeiten erlebt. Erstes Jahr Meisterschaft gewonnen, zweites Jahr Pokalsieger gewonnen. Champions League, wie ich erwähnt habe, gespielt als junger Spieler. Und das sind schon Erfahrungen, was dann auch für die Entwicklung für mich stark gemacht hat. Und ja, Fußball zu spielen in Istanbul mit so einem großen Verein ist schon was ganz Besonderes. Das merkt man auch, wie man dort behandelt wird von den Menschen, von den Medienleuten. Da sind nicht 3 Kameras, sondern 20 Kameras. Und da wird jeden Tag geschrieben über einen Verein. Und da ist, sage ich mal, der Druck auch schon viel höher. Und ja, dementsprechend wussten wir das auch, wie wir damit umgehen müssen. Sprich, wir mussten Erfolg haben. Und alles andere wäre, sage ich mal, sehr negativ gelaufen für uns. Wenn man das so sieht, du warst ein paar Etagen schon höher und jetzt spielst du in der zweiten Liga, bist du über den englischen Garten hierher gekommen. Was ist da falsch gelaufen, wenn man das sieht? Champions League mit Galatasaray gespielt? Der Rasen im englischen Garten ist genauso schön wie im Liverpool, muss ich sagen. Und ja, es war auch eine Erfahrung. Ich habe meine Zeit durchgemacht, wo ich von null wieder angefangen habe, wo ich hier Amateure gespielt habe. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe wieder bei diesem Verein. Und ich kann es immer wieder erwähnen durch Marco Kurz, dass er mir die Chance gegeben hat. Und das Allerwichtigste, das haben merken wahrscheinlich oder überspringen viele, das ist die Gesundheit. Und das ist für mich das Wichtigste, was es auf der Welt gibt, weil außerdem, wenn man das nicht hat, es gibt Schlimmeres auf der Welt, es gibt andere Menschen, die haben diese Möglichkeiten nicht. Und ich darf hier Fußball spielen, ich bekomme hier das Feedback zurück von den Fans, verdiene gutes Geld und brauche mich ja nicht beschweren. Und ja, ich habe Champions League gespielt, jetzt spiele ich hier und jetzt spiele ich in Allianz Arena, einer der wundervollsten Stadien mit den wundervollsten Fans, die es gibt. Und die zweite Liga wird immer härter und da ist der Unterschied zwischen zweiter und erster Liga nur noch sehr gering. Und von daher sehe ich das nicht als Rückschritt, sondern für mich ein Gewinn und ein Geschenk von da oben, dass ich da überhaupt wieder spielen darf. Wie viele Spieler von Galatasaray kennst du noch? Oder? Oh, nee, da sind noch viele da. Da sind, kann ich aufzählen, da sind Ümit Karan ist da, der Sabri ist da, den Arda kenne ich noch, da hat er noch in der Amateure gespielt. Den Torwart Aykut kenne ich. Wer ist noch da? Hakan Şükür hat aufgehört, Hasan Şaş ist da, Ayhan Akman ist dort, Selvet kenne ich von Fenerbahçe noch und von Denizlispor und es sind schon einige da, die ich aufgezählt habe und Ümit Davala, mit dem habe ich ja auch zusammengespielt, der ist jetzt Co-Trainer dort und ja, es sind einige dort, der Masseur ist noch dort, den ich kenne und schon ein schönes Gefühl, die alten Freunde wieder zu sehen und gegen die spielen zu dürfen, auch noch hier in der Heimat, wo ich jetzt bin, hier in München, gegen meine alte Mannschaft, schon was Besonderes für mich. Es ist bei vielen türkischen Familien in Deutschland so, dass sie nach wie vor noch Fans von türkischen Fußballclubs sind. Warst du damals auch Galatasaray-Fan oder ist deine Familie Galatasaray-Fan am Ratschi? Ja, hauptsächlich waren wir ganz früher, wo Beşiktaş-Fan und mein Vater war Fenerbahçe-Fan und der wurde immer ausgeschlossen von uns allen. Also er musste immer draußen bleiben, wenn Beşiktaş gespielt hat. Und anders war, wenn Fenerbahçe gespielt hat, war er als alleine im Wohnzimmer. Da hat keiner mit ihm zugeschaut. Und ich habe ja ein Jahr in Beşiktaş gespielt und seitdem habe ich so eine Abkühlung bekommen von diesem Verein, weil ich auch gesehen habe, wie der Verein so läuft. Und seitdem bin ich hundertprozentig Galatasaray-Fan und die Familie auch. Klang damit dann nicht so zwei Herzen in ihrer Brust. Podolski hat ja ein Problem, gegen Polen zu treffen. Sie, haben Sie in München die Weißdämmung da jetzt zuzuschlagen?